Ich begrüße euch mal wieder zu einer weiteren Pokémon-Challenge, und zwar dieses Mal zu Pokémon Gold nur mit einem Ho-Oh. Und das ist natürlich mal wieder eine Pazifismus-Challenge. Das bedeutet, es ist mir heute verboten, optionale Kämpfe zu machen. Das heißt, das Kämpfen gegen wilde Pokémon ist untersagt und ich darf einfach überhaupt gar nicht grinden. Das Einzige, was ich nutzen darf, sind Sonderbonbons, aber die auch nur als letztes Mittel. Es sind auf jeden Fall sehr coole Runs, diese Pazifismus-Runs, und die können sehr anspruchsvoll werden, zumal Ho-Oh auch sehr, sehr langsam levelt. Es ist halt wie gesagt ein legendäres Pokémon. Naja. Das Pokémon hier ist ein Feuerflug-Pokémon mit einer Basiswertsumme von 680. Es hat aber eine mal 4 Schwäche gegen Gestein und 2 normale Schwächen gegen Wasser und Elektro. Und gerade die Gesteinsschwäche, die wird durchaus ein Thema werden, vor allem auch wegen Bianca. Aber dazu später mehr. Aber wie auch immer. Die Basiswerte sind natürlich absolut genial, bis auf vielleicht die Init und die physische Verteidigung, die könnten noch etwas besser sein, aber ich denke, bei solchen Basiswerten kann sich echt niemand beschweren. Und die Frage ist jetzt so ein bisschen, wird dieser Run hier schwieriger werden als der mit Lugia? Und das wollen wir heute ein wenig vergleichen, von daher seid schon mal sehr gespannt, wie halt der Vergleich so ausfallen wird. Denkt auch bitte an meinen Twitch-Kanal, wo ich mittlerweile regelmäßig livestreame, würde mich sehr freuen und lasst auch sehr gerne hier ein Abo da. Und bei den 40.000 Abos kommt auch mal wieder ein kleines Special, von daher seid schon mal gespannt, was da so kommen wird. Und da würde ich sagen, starten wir jetzt mal mit dem heutigen Run. Und ihr könnt ja schon mal in den Kommentaren raten, ob dieser Run hier schwieriger war als der mit Lugia, beziehungsweise ob dieser hier überhaupt möglich ist. Und wir starten natürlich auch heute mal wieder mit der Wahl meines Starter-Pokémon. Und ich habe mich dieses Mal entschieden, hier meinem Rivalen ein Kanimani zu geben, damit er später ein sehr starkes Impalgator haben wird, was mich sehr effektiv angreifen kann. Und ich denke, das war auch ziemlich sinnvoll, diese Entscheidung, weil Tenoctu hätte gegen mich nicht wirklich ein gutes Moveset gehabt und Meganie könnte ich ja einfach niederbrennen, beziehungsweise es hätte sogar Schwäche gegen Feuer und Flug. Das wäre ziemlich suboptimal. Und ich habe mein Pokémon dieses Mal Lenny genannt, nach einem Zuschauer. Und ihr wisst Bescheid, Freunde, wenn ihr auch mal wollt, dass ich halt ein Pokémon nach euch benenne, dann schreibt es sehr gerne unter dem oben angepinnten Kommentar, weil da könnt ihr euch dafür bewerben. Und das finde ich immer sehr cool. Und dann ging es auch schon los so ein bisschen mit dem ersten Rivalen-Battle. Und das ist natürlich absolut geschenkt, weil ich habe hier Läuterfeuer. Das ist eine Feuerattacke mit gutem Base-Damage, die zu 50% verbrennt und ich habe Step darauf. Alter, ist das broken. Und damit ist selbstverständlich das Early Game absolut geschenkt. Und auch Fall konnte dagegen nichts tun. Das ist die Flugarena und seine Attacken machen sogar nur noch 50% Schaden, wenn er verbrannt sein sollte, was ja fast immer gegeben ist. Es ist sehr, sehr stabil und Falk hat nicht mal ein Pokémon auf über Level 9. Das ist einfach zu wenig, um mit Ho-Oh dealen zu können. Und die zweite Arena ist die von Kai und das ist eine Käfer-Arena. Das bedeutet, der hat sogar Schwäche gegen Feuer und Läuterfeuer macht jetzt auch noch doppelten Damage. Ich konnte all seine Pokémon sehr effektiv angreifen und alle komplett in Grund und Boden one-shotten, da hat nicht mal mehr der Burn eine Rolle gespielt. Direkt danach allerdings kam mein Rivale in derselben Stadt und der hat ein Pokémon, was mich sogar sehr effektiv angreifen kann. Das ist also deutlich gefährlicher als die Arenen zuvor. Und deswegen bin ich hier angetreten, ganz bewusst mit der Attacke Lehmschelle. Und damit kann ich halt einfach die Genauigkeit vom gegnerischen Pokémon ein wenig senken, sodass mich nicht mehr jede Aquaknarre trifft. Das Nebulak und das Zubat von ihm sind vollkommen egal, man muss nur vorsichtig sein beim Tyrakrok, weil es einfach im Typenvorteil ist. Aber selbst das sollte man normalerweise in wenigen Runden besiegen können, man ist ja einfach im Early Game ziemlich stark. Denkt man zumindest, aber danach kommt leider die gute Bianca. Und das ist jetzt die normale Arena und dass natürlich das Miltank von Bianca mein absoluter Nemesis ist, muss ich vermutlich keinem erzählen. Das ist weltbekannt für seine Walzer-Attacke. Und ich habe eine mal 4 Schwäche gegen Gestein in einem Pazifismus-Run. Das ist nicht unbedingt ein angenehmes Matchup. Und ich habe ihn natürlich eine Ewigkeit gesessen. Ich glaube, das ist ziemlich klar. Denn natürlich ist das Pipi kein Thema. Aber wenn hier das Miltank dazu kommen sollte, mich anzugreifen mit Walzer, bin ich ganz schnell weg vom Fenster. Und es hält sogar einiges aus tatsächlich. Und ist generell kein schlechtes Pokémon. Ich habe mich also dann entschieden, ein paar Kämpfe vorzuziehen im Untergrund von Dukatia, denn man muss da ja später nochmal rein, um den Rivalen zu besiegen im Laufe der Rocket Story. Das bedeutet, man kann hier noch 2 Kämpfe vorziehen und dann war ich Level 17 und dann habe ich gebetet, dass Miltank einfach nicht mehr trifft, wenn ich Lehmschelle nutze. Das ist mega unwahrscheinlich und ich habe hier lange gesessen, aber es ist natürlich theoretisch möglich, hier vorbeizukommen.
Aber das ist schon wirklich ein grausames Matchup im Pazifismus, nimm mal 4 Schwäche gegen dieses Miltank zu haben. Das macht echt keinen Spaß. Und danach kommt dann die Geisterarena von Jens und die ist natürlich wieder etwas angenehmer, weil ich einfach keine Gesteinsattacken mehr tanken muss. Aber geschenkt ist die auf gar keinen Fall, weil Jens hat ziemlich gemeine Attacken, wie unter anderem die Hypnose. Und die kann einen wirklich kalt erwischen, auch mit einem legendären Pokémon. Sein Nebulak und seine Alpollos sind vollkommen irrelevant, weil die können einfach keine Attacken tanken von meinem starken Ho-Oh. Aber das Gengar ist eine vollkommen andere Geschichte. Wenn ich von Hypnose getroffen werden sollte, dann schlafe ich. Und wenn ich nicht aufwache, dann bin ich ganz, ganz schnell tot, ohne mich wehren zu können. Und ich brauche eine Weile, um das Gengar zu killen. Und dementsprechend kann ich auch teilweise öfter als einmal einschlafen. Und es macht es echt nicht angenehmer. Es war also auf gar keinen Fall eine geschenkte Arena, aber es war deutlich leichter als Bianca. Und nach Jens kam dann die Arena von Hartwig. Und das ist die Kampfarena. Und man würde jetzt annehmen, alles klar, mit einem Flug-Pokémon bin ich hier im Typenvorteil. Der hat aber leider ein Quappo. Und das ist ein Wasser-Pokémon, das wirklich krassen Schaden machen kann, weil es hat sogar Surfer. Das ist kein schlechter Angriff. Und Fliegen bekomme ich leider erst nach der Arena von der Frau von Hartwig. Ich muss sie also kämpfen mit der Attacke Windstoß und die ist ziemlicher Bullshit. Dieser Fight hier fängt erstmal simpel an mit einem Rasa, was man sehr leicht rausnehmen kann, kein Problem. Aber das Quappo kann mich leider besiegen über Surfer in sehr, sehr wenigen Runden. Dagegen kann ich nicht viel tun. Ich habe mir also Sorgen gemacht, weil meine eigenen Angriffe auch nicht genug Damage gemacht haben für einen Two-Turn-Kill. Aber dann, meine Freunde, ist mir was aufgefallen und zwar hatte ich hier die Möglichkeit, auf eine Range zu grinden, wodurch ich dann Quappo einfach mit 2 Hits killen konnte. Das war möglich über Windstoß, aber es ging halt nicht immer, weil der Schaden von Attacken kann variieren. Und das Lustige war, in meinem siegreichen Versuch hat sich Quappo nicht einmal gewehrt. Das war schon echt unterhaltsam. Und danach kam dann die Stahlarena von Jasmin und was soll ich euch dazu sagen, sie hat Feuerschwäche auf all ihren Pokémon und die Arena war nicht schwerer als die von Kai. Das sagt schon einiges aus. Und danach kam dann die Eisarena von Norbert und Feuerattacken sind auch sehr effektiv auf Eis-Pokémon. Er hatte aber auch 2 Wassertypen mit dabei. Dementsprechend ist die Arena nicht ganz so geschenkt wie die von Jasmin. Das war mir vornherein klar. Sein Team ist aber leider nicht allzu gut. Ich meine, er hat einen Jurob, er hat einen Yugong und einen Keifel. Keifel ist eh kein Thema, weil das hat eine Feuerschwäche. Und Jurob ist ein ziemlich beschissenes Pokémon. Also das ist ja nicht mal entwickelt, das wird nicht viel tanken und noch ganz sicher kein Damage austeilen. Und Yugong alleine wird mich garantiert nicht aufhalten. Und es hat sogar Angriffen mit Aurora-Strahl. Das ist neutral auf mich, also so wirst du mich nicht killen, Norbert. Und dementsprechend habe ich auch den Orden hier ziemlich einfach mitnehmen können. Und in dem Punkt hatte wirklich Ho-Oh eine sehr, sehr krasse Winstreak am Laufen schon. Deutlich schwieriger war allerdings mein nächstes Rivalen-Battle, weil ich wusste, der hat jetzt einen Impagator und das kann mich einfach nach wie vor sehr effektiv angreifen. Es ist also nicht unbedingt ein tolles Matchup für mich, aber das Schöne ist, Leute, es hatte hier einfach nur Aquaknarre. Wer zur Hölle hatte sich ausgedacht, dass der Rivale hier keinen Surfer hat auf seinem Wasser-Pokémon? Ich meine, ich erwarte hier keine Hydro-Pumpe. Aber Aquaknarre? Die Attacke macht Ho-Oh einfach mal so gar kein Damage, obwohl die sehr effektiv ist. Und dementsprechend konnte mich Impagator in keinster Weise aufhalten und Golbat schon gar nicht. Und ja, dann hat sogar das Magnetilo noch Donnerwelle gemisst und dann war alles zu spät. Also der Rivale konnte ihm hier gar nichts entgegensetzen, das war mega enttäuschend. Aber das Schöne ist, der nächste Fight ist spannender. Weil jetzt kommt die 8. Arena und das ist die Drachenarena. Und Drachen-Pokémon resistieren Läuterfeuer. Es ist also ein furchtbares Matchup und ich muss hier antreten mit Fliegen. Und das Ace-Pokémon von Sandra ist ein Seedraking. Das ist ein Wasserdrache, der mich sogar sehr effektiv angreifen kann. Mit das furchtbarste Matchup, was irgendwie möglich ist. Und dementsprechend hatte ich hier Respekt vor. Das Schöne ist aber, ich kann tatsächlich die Dragoniers one-shotten über Fliegen. Aber Fliegen trifft nicht immer und ich hatte hier unglaubliches Pech. Ich weiß nicht, was hier passiert ist, aber wir sind hier einige Male gestorben, weil ich einfach gemisst habe, sofort paralysiert wurde und da wurde ich zerstört über Wasserangriffe. Mega nerviger Fight irgendwie, aber okay. Irgendwann habe ich da mal Seedraking erreicht und das Pokémon kann ich relativ gut rausnehmen, neutral mit Fliegen. Aber wenn sich das wehrt, tut das richtig, richtig weh. Und ich habe an dem Punkt echt Angst bekommen vor Siegfried, weil der kommt in der Liga und das ist der Champ-Fight und der ist ein deutlich stärkerer Drachentrainer. Ach du Scheiße, wird das ein Matchup, aber
So weit sind wir noch nicht. Bevor ich jetzt aber zur Liga konnte, musste ich ein weiteres Mal antreten gegen meinen Rivalen und ob ihr es glaubt oder nicht, ne? Der hat immer noch Aquaknarre benutzt. Wer zur Hölle hat das entschieden? Das ist einfach nur furchtbar designt. Ich meine, wenn man ihm hier Impagator gibt, warum kann er nicht zumindest kurz vor der Liga Surfer oder Hydropumpe einsetzen? Wäre das zu krass gewesen? Ich denke eher weniger. Ich meine, okay, die Trainer sind hier generell quasi nicht so krass gelevelt, weil die Levelkurve in Gold und Silber sehr merkwürdig war, aber zumindest Surfer wäre doch drin gewesen. Das ist ja als Angriff sogar bei Hardwick schon einprogrammiert, also bei der 5. Arena. Es ist mega merkwürdig designt, aber dadurch kann logischerweise mein Rivale mir absolut gar nichts entgegensetzen und seine restlichen Pokémon leisten auch kaum Gegenwehr. Die haben ja sogar teilweise Schwäche gegen meine Angriffe. Es ist einfach nur absurd. Ich bin also letztendlich bei der Liga angekommen, auf gerade mal Level 44. Das ist jetzt nicht allzu krass, aber das ist ja auch normal, weil die Levelkurve von Ho-Oh ist jetzt nicht die steilste. Das war ja zu erwarten, es ist nun mal ein Legi. Das war ja bei Lugia nicht anders. Der erste Kampf ist gegen Willi und das ist ein Psychotrainer. Und ich bin hier angetreten mit Läuterfeuer, Lehmschelle, Genesung und halt einfach Fliegen. Und ich hatte hier eigentlich auch die TM schon für Donner. Ich habe mich aber entschieden, die erst später zu verwenden, weil ich konnte halt nichts wirklich verlernen. Denn ich war mir nicht im Klaren darüber, ob ich Lehmschelle nochmal brauchen würde bis Siegfried. Ich wollte also damit warten und habe mir diesen Fight hier dadurch ein wenig schwieriger gemacht, weil dann konnte ich natürlich hier Dixatus und auch Lamus nicht sehr effektiv angreifen. Es war aber trotzdem auf jeden Fall machbar, klar. Das Ding ist aber, man kann hier teilweise verwirrt werden, wenn man Dixatus nicht one-shottet und das kann zu Loses führen. Das ist mir hier ein, zwei Mal passiert, aber naja, damit muss ich wohl leben. Aber es war trotzdem, denke ich, eine gute Entscheidung, denn man weiß halt nie, ob man Lehmschelle nochmal brauchen wird in den kommenden Fights. Eine Attacke zu verlernen geht schnell, aber sie wiederzubekommen ist teilweise nur mal unmöglich. Aber Rosana und Kokowai haben sogar Schwäche Feuer, was ziemlich angenehm ist. Und danach kam dann Koga und dieser Kampf hier war ziemlich sonderbar. Das Ding ist, seine Pokémon haben teilweise eine Feuerschwäche, nämlich Ariados, Omod und Forstelka. Und Forstelka hat sogar eine Mal-4-Schwäche, das ist verdammt ideal. Das Ding ist aber, der benutzt teilweise Doppelteam und auch so Attacken wie Toxin. Und das kann sehr schnell sehr nervig werden, wenn ich seine Pokémon nicht down bekomme, beziehungsweise meine Attacken misse oder so und er dann Doppelteam rausbekommt und ja, es ist kein schönes Matchup. Koga wird in jedem Run, gerade im Pazifismus, immer wieder ein wenig RNG sein, er ist aber auf gar keinen Fall unschaffbar und mit Ho-Oh ist er sogar ziemlich simpel, weil einfach drei Pokémon extrem schnell tot sind und die anderen halten auch nicht so viel aus. Und danach kam dann Bruno und das ist halt ein Kampftrainer. Der hat Schwäche Flug auf all seine Pokémon bis auf Onix und dementsprechend hat er kein tolles Matchup gegen mich. Ich hatte aber ein bisschen Sorge vor dem Machomai, weil ich dachte mir, vielleicht hat das sogar eine Gesteinsattacke, die mich one-shotten kann. Das Schöne ist aber, ich habe so viel Schaden gemacht, dass ich das gewone-shottet habe selbst. Und das war ziemlich satisfying, also Bruno ist ja sowieso kein allzu starker Trainer, aber wenn man hier angreifen sollte mit einem Ho-Oh, mit Step mit Fliegen, kann der wirklich komplett einpacken, selbst im Pazifismus. Mit Abstand die schwierigste von den Top 4 war aber die gute Melanie, weil das ist die Unlichttrainerin und die hat wirklich teilweise sehr nervige Angriffe. Die hat beispielsweise Konfusstrahl auf ihrem Nachtara, aber auch Hypnose auf dem Gengar und dementsprechend kann man hier durchaus verlieren, denn die Statusattacken einfach zu krass, naja, mettern, sagen wir es so. Es ist halt RNG, jedes Mal wieder und im Pazifismus umso mehr. Weil du bist nicht krass genug gelevelt, um irgendwie ihre Pokémon in Grund und Boden zu stampfen. Die werden teilweise einfach Angriffe überleben und das kann unangenehm enden. Wie auch immer, wenn man hier ein wenig Glück haben sollte, ist auch die gut schaffbar. Aber ganz ehrlich, Freunde, wenn ich hier schon Probleme gehabt hätte, hätte ich auch bei Siegfried gar nicht antreten brauchen. Bei der ist natürlich nochmal 20 mal so schwer. Denn das ist jetzt der Drachenchamp und der hat 6 unfassbar gute Pokémon, die ich alle nicht vernünftig angreifen kann über Läuterfeuer. Es ist also wohl mit das schlechteste Matchup, was ich irgendwie hätte bekommen können. Und dementsprechend habe ich hier massive Probleme gehabt. Klar, das Gyarados, das kann ich prima besiegen über Donner. Das ist kein großes Thema. Aber dann kommen erstmal 2 Dragorans. Und die greifen die ganze Zeit an mit Hyperstrahl für massiven Damage und die können mich paralysieren. Und wenn ich paralysiert bin, kann es passieren, dass meine Genesung einfach nicht mehr durchgeht. Und dann halte ich mich nicht gegen und ich bin tot. Ich musste hier darauf hoffen, dass diese Dragorans quasi verbrannt werden über Läuterfeuer, sodass der Hyperstrahl weniger Schaden macht. Weil der war ja in der zweiten Generation auch physisch,
weil er eine Normalattacke ist. Und dann kann es passieren, dass ich hier so wenig Schaden bekomme durch die Dragorans, dass ich mich konstant gegenheilen kann, trotz der Paralyse. Und dann sind die Dragorans auf jeden Fall schon mal gut besiegbar, auch wenn es riesen RNG erfordert. Und dann kommt Aerodactyl rein und wird mich einmal angreifen mit einer Gesteinsattacke und mich fast one-shotten. Aber Gott sei Dank hält das nicht so viel aus. Und dann haben wir Glurak und das kann mir zum Glück nicht so viel Schaden machen. Wenn hier nach dem Aerodactyl direkt quasi das letzte Dragoran gekommen wäre, dann wäre der Kampf hier noch um ein Vielfaches schwieriger gewesen und er war so schon komplett zum Kotzen, was man, denke ich, hier sehr gut nachvollziehen kann. Aber hey, so konnte ich mich zumindest halt gegen Glurak wieder halbwegs in den Kampf einfinden, konnte Glurak dann irgendwann rausnehmen und dann kam das letzte Dragoran und da musste ich mehr oder weniger nur das wiederholen, was ich zuvor gemacht hatte bei den ersten beiden. Es ist wirklich krasses RNG. Also das Ganze hier ist nicht konstant möglich. Ho-Oh hat hier einfach ein furchtbares Matchup, aber wenn Läuterfeuer wirklich gut funktioniert und auch burnt effektiv und die Paralyse nicht zu sehr mattert, ist man dank der Genesung imstande, manchmal zu gewinnen. Es ist aber schwer und auch deutlich schwerer als mit Lugia. Aber wie auch immer, damit würde ich sagen, hat schon mal das gute Ho-Oh ebenfalls die Liga geschafft, ohne Sonderbonbons zu verwenden. Und das ist doch schon mal ganz cool. Ich hätte ehrlich gesagt nicht erwartet, dass wir noch so halbwegs gimpflich an Siegfried vorbeikommen. Ich dachte mir, dass vielleicht Sonderbonbons hier tatsächlich notwendig sein werden und dass Ho-Oh dadurch schon mal deutlich schlechter abschneiden wird als Lugia. Das war aber tatsächlich erstmal nicht notwendig. Aber ihr wisst Bescheid, Freunde, die Challenge hier ist auch noch nicht zu Ende. Weil jetzt geht es weiter in Kanto mit 8 weiteren Arenen und natürlich später den guten Trainer Rot. Aber ich denke mal, ihr wisst mittlerweile, dass die meisten Kanto-Arenen nicht so relevant sind und von daher werde ich auf die heute nicht so sehr eingehen. Aber was wir uns durchaus anschauen werden, ist der Kampf gegen Blaueich, also die 16. Arena, weil der kann was. Denn der hat ein vollständiges Team, das gut gelevelt ist und der ist deutlich gefährlicher als alle anderen Kanto-Arena-Leiter zusammen. Das wisst ihr hoffentlich mittlerweile. Sein erstes Pokémon ist ein Tauboss und das hat Schwäche Donner. Also das ist schon mal schnell tot, aber dann kommt Rizeros rein. Und das hat Gesteinsattacken. Wenn mich das treffen sollte, bin ich absolut RIP. Das darf nicht passieren und dementsprechend muss ich hier beten auf einen Burn und dann am besten auch noch auf einen Miss, damit ich einfach nicht so viel Schaden einstecken muss. Das ist sehr, sehr wichtig. Und dann kommt Gyarados rein und das hat immer 4 Schwäche gegen Donner, also das ist auch sehr schnell besiegt. Und dann geht's weiter mit einem Simsala. Und das macht teilweise Reflektor, was nervig ist, weil du willst es eigentlich physisch angreifen. Aber letztendlich wird sich das einfach nicht so gut wehren können. Und ich habe ja auch Genesung, wenn ich mal Schaden einstecken sollte. Das ist also vollkommen okay. Dann geht's weiter mit Arcani. Und das ist halt Feuer gegen Feuer. Das kann mich angreifen mit Turbo-Tempo oder so, aber das wird mich ganz sicher nicht kleinkriegen letztendlich. Und das letzte Pokémon ist Kokowai. Und das hat Schwäche Feuer. Es ist also ein prima Matchup für mich. Und deswegen muss ich insgesamt sagen, dass Blaueich einfach nicht so viel in der Hand hat gegen Ho-Oh. Und ich hatte natürlich auch die Überreste geholt. Und damit kommen wir jetzt endlich zu Trainer Rot. Und dieser Fight hier ist auf einem komplett anderen Level, weil ich einfach nicht gut gelevelt bin selbst. Ich meine, ich könnte Sonderbonbons einsetzen, aber dann würde ich ja confirmen, dass ein Run mit Ho-Oh schwerer ist als einer mit Lugia. Und gerade das wollen wir heute vermeiden. Und dementsprechend muss ich es so probieren, auch wenn es nicht sonderlich gut aussieht für mich. Sein erstes Pokémon ist ein Pikachu und wenn mich das paralysieren sollte oder treffen sollte über einfach ganz simpel Charm, dann ist der Run hier vorbei. Denn das zweite Pokémon ist ein Turtok und wenn ich hier paralysiert bin, dann werde ich davon outspeedet und dann wird es mich nach dem Regentanz mit einer Hydropumpe absolut zerstören. Das darf also nicht passieren und ich muss es besiegen, ohne paralysiert zu sein. Danach kommt ein Psyana. Und das kann mich angreifen stellenweise über Psychokinese, das macht aber nicht so viel Damage, das ist vollkommen okay. Und man kann hier hoffen, dieses Pokémon zu paralysieren, damit man sich dann einfach permanent gegenheilen kann. Und wenn das dann eine Fullpara hat, steht man halt mit vollem Leben vom nächsten Pokémon. Das ist der Plan. Und das ist dann Relaxo. Und wie gesagt, wenn ich vorher durch Charm getroffen wurde vom Pikachu, ist der Run hier vorbei, beziehungsweise der Versuch, weil ich später dieses Relaxo durchaus mindestens einmal physisch angreifen muss. Und aufgrund von Charm wäre das dann kaum möglich. Dieses Relaxo wird die ganze Zeit Amnesie spammen, wodurch halt Läuterfeuer und Donner kaum noch Schaden machen. Und ich könnte hier natürlich critten, aber selbst Crits würden gar nicht mehr so viel Damage anrichten. Ich muss hier hoffen, dieses Pokémon zu verbrennen über Läuterfeuer. Und da muss ich irgendwie darauf hoffen, es in eine so geniale Range zu bringen, dass es keine Erholung einsetzt, aber tot ist,
über ein Fliegen von mir. Das kann funktionieren, aber ich bin hier milliardenmal gescheitert gefühlt. Ich bin hier so oft verreckt, weil einfach dieses Relaxo kein tolles Matchup ist für mich letztlich. Es hält einfach zu viel aus. Aber es ist möglich, dieses Pokémon über diese Taktik tatsächlich zu besiegen. Und dann steht man irgendwann vor einem Glurak und hat noch sehr viel Leben. Und was soll dieses Glurak jetzt großartig machen? Ich kann mich jederzeit gegenheilen und Feuerattacken sind mir ziemlich hart egal. Und ich habe ja Donner. Und das letzte Pokémon ist dann ein Bisasflor und es hat Schwäche gegen Feuer und tatsächlich gegen Flug. Und ich resistiere Pflanzenattacken vierfach. Es ist also ein sehr, sehr angenehmes letztes Pokémon. Und damit ist dieser Run hier tatsächlich möglich, aber ganz ehrlich, der Kampf gegen Trainer Rot ist unglaublich frustrierend, weil einfach fast jeder Versuch scheitert an Pikachu. Und ja, nachdem man dieses RNG hatte bei Pikachu, muss man dann auch noch tatsächlich gegen Relaxo so unfassbares Glück haben. Ich habe dieses Mal zwar keinen Berserker gegen genutzt, aber ich würde sagen, der Fight war trotzdem letztlich schwieriger als der mit Lugia. Ich hatte hier zumindest mehr Frust. Und das beschreibt auch ganz gut diese ganze Challenge, beziehungsweise diese beiden Challenges mit Lugia und Ho-Oh. Es war so, dass Ho-Oh eigentlich den leichteren Run hatte, aber es gab stellenweise Kämpfe, die waren einfach wirklich zum Kotzen. Also gerade Biancas Miltank, aber auch Siegfried und dann noch Trainer Rot, daran habe ich Ewigkeiten gesessen. Und so einen Brecherkampf hatte Lugia nicht wirklich. Ich habe zwar weitaus öfter gehangen, aber nicht so lange bei einem einzelnen Fight. Und das lag einfach an der krassen Verteidigung von Lugia, während der To-Oh, naja, sehr viel offensiver ist, wodurch viele Kämpfe einem leicht fallen. Interessante Runs durchaus und ich fand's mal ganz cool, die beiden Pokémon zu vergleichen. Solche Vergleiche werden wir auf jeden Fall in Zukunft häufiger machen. Weitere Pokémon könnt ihr mir sehr gerne in den Kommentaren vorschlagen. Und denkt auch bitte an meinen Twitch-Kanal, wo ich mittlerweile regelmäßig live streame, würde mich sehr freuen. Und lasst auch sehr gerne hier ein Abo da. Und bei den 40.000 Abos kommt auch mal wieder ein kleines Special. Von daher seid schon mal sehr gespannt, was da so kommen könnte. Da gibt's ja durchaus noch einige Möglichkeiten. Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind. Deswegen riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Yu-Gi-Oh!-Kanal und rechts daneben ist mein Sponsor. Und rechts daneben sind noch zwei Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates. Deswegen schaut da mal rein. Bis bald. Tschüss.